Maidons Meinung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, Alfred Maidon. Hallo. Du hast uns wieder einige Aktien heute mitgebracht, auf die wir schauen wollen. Zu Beginn aber erstmal Aktien, sogar Indizes. Richtig. Zu Beginn einen Index auf den S&P 500. Mit dem starten wir. US-Markt, US-Aktien laufen hier momentan sehr gut. Gibt es da einen bestimmten Grund oder warum läuft es hier besser als am deutschen Markt? Ja, es gibt einen Grund. Es ist auch schön, dass du gerade fragst, weil die meisten Leute haben das gar nicht so mitbekommen. Der S&P 500, der wichtigste Aktienindex der Welt, wenn man so will, weil er den US-Markt am besten widerspiegelt, der hat gestern ein neues Allzeithoch gemacht und das ist so etwas untergegangen. Man sieht es hier ganz schön, wir sind nicht nur über das alte Jahreshoch darüber hinausgegangen, sondern über das Hoch aus dem letzten Jahr und das ist schon mal eine Meldung und das vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieser ganzen Probleme, die wir nach wie vor haben, Brexit, Zinsen, Schulden, Gewinnrückgänge in den USA. Also das ist schon erstaunlich und das wäre vor ein paar Jahren noch gefeiert worden, heute nicht mehr so ganz, das geht sogar fast unter, aber man muss das mal zur Kenntnis nehmen und oftmals ist das ja auch der Auftakt für weiter steigende Kurse. Das stimmt. Du hast ja dafür gesorgt, dass es nicht ganz untergeht. Wir wollen das Ganze auch mal vergleichen jetzt, eben den S&P 500 mit dem DAX in Sachen Jahresperformance. Wir sind es auf Sicht eines Jahres, haben wir hier einen Plus von 2,19%, immerhin beim DAX aber ein Minus von 13%. Ja, da sieht man eigentlich ganz schön, die beiden Kurven liefen eigentlich noch bis zum Jahresanfang fast parallel hier so in etwa und dann hat der DAX doch deutlich schwächer sich entwickelt als der S&P 500, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass viele Probleme natürlich auch hier auf Europa beschränkt waren. Aber dennoch, ja, das ist schon frappierend und dann kommt natürlich hinzu, dass im DAX wirklich schwache Aktien drin sind, wie die beiden Bankwerte, wie die Versorger, die den Markt nach unten gezogen haben. Ja, und beim S&P 500 sind eben tolle Aktien drin, ich zeige Ihnen auch gleich noch welche. Nichtsdestotrotz, die Frage ist jetzt, ob der DAX das wieder aufholt, diese Lücke, oder ob die weiter aufgeht. Ich glaube schon, dass wir auch beim DAX wieder Allzeithoch sehen werden. Natürlich ist das ein bisschen weiter weg. Wir sind noch 20% unter dem Allzeithoch. Das kann auch ein bisschen dauern, aber ich glaube, sagen wir am Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, glaube ich, sollten wir da auch wieder hinlaufen. Also ich glaube nicht, dass es weiter aufgeht. Ich glaube, beide Indizes werden nach oben gehen und diese Lücke wird sich wieder leicht schließen. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickeln wird. Unterdessen blicken wir eben jetzt auf die versprochenen Einzelwerte auf Amazon. Am Dienstag, heute ist ja auch Prime Day, dürfte auch noch mal ein bisschen so den Umsatz ankurbeln des ganzen Geschäfts bei Amazon. Und die Aktie, die läuft unterdessen. Ja, auch hier einer der wichtigen Werte im S&P 500, ein neues Allzeithoch gestern gemacht. Die Aktie hat diesen Rücksetzer zu Jahresbeginn mehr als aufgeholt. Ja, eigentlich alles wunderbar und Amazon ist ein Wert, den man einfach haben sollte, vor allem auch langfristig, denn es ist eine der wenigen Aktien, wo man sagen kann, die wird es in 10, 20, 30 Jahren noch geben und die wird wahrscheinlich in 10, 20 oder 30 Jahren eher höher stehen als heute. Es gibt einige Analysten, die sehen Amazon bei einer Bewertung von 3 Billionen Dollar. Das wäre vom jetzigen Niveau noch eine Versieben- oder Verachtfachung. Weiß nicht, ob man so weit gehen muss, aber ein Wert, den man einfach sich mal kaufen sollte und liegen lassen sollte. Also das positive Beispiel für eine US-Aktie, jetzt kommen wir eher zum Gegenteil, das negative Beispiel für eine deutsche Aktie. Ja, das ist, wie gesagt, das ist eins der Probleme beim DAX. Die Deutsche Bank hat immer noch ein ordentliches Gewicht im DAX, jetzt nicht mehr ganz so wie noch vor einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren. Wir waren ja mal bei der Deutschen Bank bei über 100 Euro, mag man kaum glauben, jetzt sind wir bei 12. Ich habe es oft genug gesagt, Finger weg von der Deutschen Bank. Es macht einfach keinen Sinn, in ein fallendes Messer zu greifen. Und dieses Messer fällt immer noch. Natürlich sind hier immer wieder mal Erholungen drin. Jetzt kann die Aktie vielleicht auch mal wieder auf 15 Euro steigen. Aber darauf zu spekulieren, ist immer riskant. Denn das ist ein reiner Zock im Prinzip. Eine echte Trendwende, die werden wir frühestens in dem Jahr sehen. Und bis dahin muss man einfach sagen, man kann froh sein, dass die Banken nicht mehr so stark gewichtet sind im DAX. Und kaufen sollte man sie aber auf keinen Fall. Dann schauen wir jetzt auf Daimler. Die haben Zahlen präsentiert am Montagabend. Wie sind die denn ausgefallen? Ja, die waren überraschend gut. Der Quartalsgewinn, das EBIT, war doch besser als gedacht von den Analysten bei fast 4 Milliarden Euro. Und vor allen Dingen, was auch wichtig war, man hat den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Also alles gut, deswegen auch die Aktie ordentlich im Plus. Aber man muss natürlich auch mal sehen, was die Aktie verloren hat in den letzten Monaten. Wir waren ja mal bei weit über 80, sind jetzt bei unter 60. Wir waren im Tief sogar bei fast nur noch 50 Euro. Also ist dieser Anstieg ja vor dem Hintergrund auch ja, mehr als zu erwarten gewesen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es weiter? Schaffen wir die Trendwende? Also ich bin nicht mehr ganz so optimistisch für die deutschen Autobauer. Daimler ist immer noch am besten aufgestellt und vor allem hat Daimler noch einen Vorteil, dass im zweiten Halbjahr die E-Klasse kommt und die könnte natürlich nochmal dazu führen, dass die Umsätze oder die Gewinne nochmal stärker steigen und dass man vielleicht sogar die Prognose schafft. Also Daimler, ich sag mal so, ein eingeschränkter Kauf. Wer sicher gehen will, sollte warten, bis wir vielleicht noch die 60 hier nochmal nehmen und den Boden hier abgeschlossen haben. Ich glaube, dann ist man auf der sicheren Seite.
eingeschränkter Kauf hier Daimler. Jetzt schauen wir auf Tesla, einer der Werte, die du auch meistens mit dabei hast. Jetzt gab es in jüngster Vergangenheit, zumindest wurde es bekannt, zwei Unfälle, die mit dem Autopiloten zu tun haben sollen. Belastet das die Aktie jetzt längerfristig? Ist das überhaupt egal für die Ehrlich gesagt hat es die Aktie gar nicht belastet, weil dieser Schlag nach unten, dieser Kursrücksetzer hatte zu tun mit der Übernahme oder mit der angekündigten Übernahme von SolarCity. Klar ist es natürlich nicht schön, wenn es tödliche Unfälle gibt, aber auf der einen Seite muss man mal sehen, wie viele tödliche Unfälle sind vermieden worden in den letzten Jahren, seit es den Autopiloten gibt. Man hat ja schon über 100 Millionen Kilometer zurückgelegt mit dem Autopiloten. Das werden einige sein, das ist natürlich nicht messbar. Und auf der anderen Seite ist es so, dass dieser Autopilot auch nicht befreit davon, den Verkehr zu beobachten. Es ist ja kein autonomes Fahren, es ist ein Autopilot, eine Hilfe und man muss trotzdem noch selber die Verantwortung tragen. Also es dürfte hier auch keine Klagen geben, zumindest keine erfolgreichen Klagen. Insoweit ist das ärgerlich, aber es wird sicherlich den Kurs nicht belasten, hat es auch nicht und wird es auch nicht. Viel wichtiger war dann gestern, Elon Musk hat angekündigt, dass man einen Masterplan vorstellen will in dieser Woche. Das ist auch der Grund, warum die Aktie hier nochmal über die 200-Tage-Linie gestiegen ist. Und man darf mal gespannt sein, was da diese Woche noch kommt. Elon Musk ist ja bekannt dafür und jetzt immer wieder geschafft, mit einzelnen kurzen Tweets die Aktien nach oben zu treiben. Aber natürlich muss er irgendwann noch liefern. Ich bin gespannt, was da kommt. Wir werden es diese Woche noch erfahren. Können wir Großes erwarten. Er übertreibt in Anführungsstrichen ja gerne mal, oder? Ja, gerne. Wir schauen auf den nächsten Konzern, Electrovaya. Hast du auch vor ein paar Wochen mal mit dabei gehabt. Wir sahen hier ja, kaum Bewegung, fast eine Nulllinie. Und dann kam der große Anstieg. Ab Mai, Juni. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wann ich sie hier vorgestellt habe. Ich weiß nur, die Leser von meinem Report liegen jetzt bei plus 200%. Die haben ja ungefähr so hier auf diesem Niveau gekauft. Mhm. Dass die Aktie so gestiegen ist, hat auch seine Berechtigung, muss man wirklich sagen, in diesem Fall. Denn Electrovaya ist ein Hersteller von Batterietechnologie. Man fertigt auch komplette Systeme und hat jetzt in den letzten Wochen insgesamt 4 neue Aufträge bekommen, teilweise im dreistelligen Millionenbereich. Das ist natürlich für so ein relativ kleines Unternehmen schon mal ein ordentliches Pfund. Man hat diese Aufträge bekommen aus dem Automobilbereich, aber auch von Energieversorgern, also die Speichersysteme für zum Beispiel Wind- oder Solarenergie. Und daher dieser Anstieg vollkommen gerechtfertigt. Trotzdem natürlich jetzt erstmal die Frage, so wird es nicht weitergehen. Es wird wahrscheinlich erstmal eine Konsolidierung geben auf diesem Niveau, aber eine sehr spannende Aktie. Und wer Lust hat auf spannende Aktien aus dem Bereich, ja, meinen Report lesen und dann verdienen Sie auch mal Geld. Wirst du natürlich auch in Zukunft öfter mal bestimmt wieder mitbringen und wir schauen dann, wie ja, sich den einen oder anderen Wert werde ich auch mal hier vorstellen, natürlich. Okay, aber ansonsten, Sie haben es gehört, Meilen und Report, da erfahren Sie mehr. Jetzt schauen wir noch auf Jinko Solar, auch ein Wert, den du hier öfter dabei hast. Was tut sich da zuletzt oder tat sich? Ja, wie man sieht, nichts. Also wäre ich jetzt im Krankenhaus, dann kann man darauf warten, dass diese Linie irgendwann gerade wird. Es ist wirklich, die Solarbranche ist, man muss es so sagen, einfach tot im Moment. Nicht nur im Moment, seit Wochen, es bewegt sich nichts. Es gibt keine Daten, es gibt keine Nachrichten, es gibt keine Marktprognosen, es gibt einfach nichts. Deswegen auch die Aktien komplett bewegungslos. Jetzt müssen wir mal abwarten, was noch passiert. Es wird natürlich immer wieder Meldungen geben. Spätestens in 3 bis 4 Wochen wird es wieder Quartalszahlen geben zum 2. Quartal. Es wird sicherlich auch wieder Marktschätzungen geben. Gerade der chinesische Markt war ja so ein bisschen das Sorgenkind, dass das 2. Quartal nicht mehr so gut laufen würde. Da darf man mal gespannt sein, ob es da neue Prognosen gibt. Ich bin nach wie vor der Meinung, man muss die Aktie haben, denn ich glaube, es wird hier auch bald wieder Bewegung reinkommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bewegung in diese Richtung geht, ist doch um einiges größer, weil die Bewertung einfach so attraktiv ist, so niedrig ist, KGV 4. Und weil Jinko Solar für mich und nicht nur für mich, für andere auch am besten aufgestellt ist im Solarsektor. Dann danke für deine Einschätzung heute, Alfred Meidorn. Ja, gerne. Danke fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.